wirklich jeder Mensch spielt. Von Geburt an. Darauf sind wir einfach programmiert. Und das nicht nur so einfach zum Spaß. Wir lernen durchs Spielen. Vor allem uns selbst und unsere Umwelt kennen. Und deshalb kommen erst die Bauklötze und dann irgendwann vielleicht die PlayStation ins Spiel. Aber Moment mal, wenn wirklich jeder spielt, wieso bezeichnet sich da nicht auch jeder selbst als Gamer? Zum Beispiel eure Mom beim Sudoku oder eure große Schwester beim Snookerturnier. Oder euer 17-jähriger Bruder, obwohl er den ganzen Tag bei FIFA Ultimate Team Packs öffnet. Identifizieren die sich alle etwa nicht hauptsächlich über ihre Liebe zum Spielen? Und worüber denn dann? Und überhaupt, wie funktioniert das eigentlich, also wer wir sind? Hier kommt unsere Identität ins Spiel und wie die funktioniert, das erkunden wir mit euch in diesem Video und tauchen dabei tief ein in den Ozean unserer eigenen Erfahrung. Okay, jetzt aber erstmal etwas weniger pathetisch. Wir Menschen sind vieles. Wir sind Mutter, Schwester, Bruder, Baggerfahrer oder Herzchirurgin, mal das eine und mal das andere. Und manchmal vielleicht sogar alles gleichzeitig. Also zumindest, wenn wir bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen, wie den Baggerführerschein oder ein Herz. Und doch sind wir oft nur das eine oder das andere und wollen manchmal vielleicht gar nichts davon sein. Unser Kollege Basti zum Beispiel. Den kennen wir hauptsächlich als Kaltgetränk- und Fußballfan. Jeden Montag muss er sich anhören, dass seine Mannschaft am Wochenende mal wieder verloren hat. Das findet Basti komischerweise gar nicht so lustig wie wir. Denn einerseits hat seine Mannschaft verloren, aber andererseits ist er eben auch nicht nur Fußballfan. Dass er am Sonntag auch noch einen Halbmarathon gelaufen ist, danach seinen Mops dressiert und zwischendurch ein paar Handschuhe fertig gehäkelt hat, ein selten erwähntes Thema in der Inside PlayStation Kaffeeküche morgens um 9.30 Uhr. Und den Rest der Woche arbeitet er ja auch, genau wie wir. Da trifft man sich ja gar nicht mehr. Wir glauben aber, dass Basti sich zu 100% als Fußballfan identifiziert. Und er als Fußballfan natürlich auch alle scheinbar typischen Eigenschaften mitbringt. Vom bedingungslosen Support und der einzig wahren Fußballliebe bis zu Randale oder Frust bei Niederlage. Und permanentem Hang zur Hopfenkaltschale natürlich. Genau das ist eben die Definition von Identität. Und das sagen nicht wir, das sagt die Logik. Und die Mathematik. Mathe! Okay, wir machen es wirklich kurz, versprochen. Also, eine Funktion ist eine identische Abbildung oder Identität von etwas, wenn sie genau das gleiche Ergebnis hat, also exakt gleich ist. Das gleiche gilt für die Logik. Objekt A ist mit Objekt B identisch, wenn sich kein Unterschied feststellen lässt, also wirklich jedes kleinste Teil einer Sache exakt mit dem anderen übereinstimmt. Okay, das war kurz. Klingt jetzt aber ziemlich theoretisch? Stimmt. Denn das gibt es im Gegensatz zur Mathematik in der Realität so gut wie nie. Und erst recht nicht bei Menschen wie Basti. Der trägt zwar durchaus gerne mal Schal und Trikot seiner Mannschaft, auch auf der Arbeit, aber natürlich ist er nicht bis auf die letzte Charaktereigenschaft oder sogar bis aufs letzte Atom genau wie alle anderen Fans. Mathe ist wohl einfach nicht für Menschen gemacht. Das haben wir schon immer gewusst. Dicke Sorry übrigens nochmal für diese Klausur in der 6., Herr Müller. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Aber wie Sie sehen, ist ja doch noch was aus uns geworden. Glauben wir. Okay, also wenn wir hier mit Mathe und Logik nicht so richtig weiterkommen, wie können wir unsere eigene Identität erklären? Was genau ist denn jetzt die Summe all dieser Teile, die uns ausmacht? You might learn something. Bei den rein biologischen Faktoren können wir uns erstmal nicht frei entscheiden, in welchem Körper wir geboren werden oder wie wir aussehen. Danke Mama, danke Papa, it's a match. Laut den einflussreichen Entwicklungspsychologen Professor Rolf Oerter und Professor Leo Montada gilt aber, der größte Teil unserer Identität ist das Ergebnis eines psychologischen Prozesses. Ob wir uns jetzt eher für Flugzeugtechnik interessieren oder für Unterwasser-Rugby, hängt nicht alleine von unseren Genen ab, sondern von unserer Entwicklung, Prägung und irgendwann auch unseren ganz eigenen Entscheidungen. Unsere Entwicklung ist nämlich laut Oerter und Montada eine Mischung aus Selbsterkenntnis und Selbstgestaltung. Selbst was? Ganz einfach. Das heißt, wir orientieren uns an Rollen- und Gruppenidentitäten, die uns vorgelebt werden oder die wir kennenlernen und erkennen uns selbst durch Abgrenzung und Zugehörigkeit. Junge oder Mädchen, Metal oder Hip-Hop, PlayStation 2 oder PlayStation 3. Wir kopieren die uns vorgelebten Rollen nicht vollständig, sondern integrieren oft nur gewisse Bestandteile von Rollenbildern und Gruppenidentitäten in unser Selbst. Wir können also am Ende sein, wer wir sein wollen.
Zumindest teilweise. Denn ein relevanter Teil unseres Selbst ist hausgemacht. Ein Real-Life-Charaktereditor sozusagen. Nur noch ein bisschen komplexer als in unseren Lieblings-RPGs. An ein paar Reglern gibt's nichts zu schieben. Aber theoretisch ist die Freiheit wirklich ziemlich groß. Wir sind nicht, was wir sind, sondern was wir aus uns machen. Das klingt euch jetzt ein bisschen zu sehr nach Kalender-Motivationsspruch, ist aber Teil der Identitätsdefinition des Soziologen Anthony Giddens. Anderes Fachgebiet, ähnliche Aussagen. Soziologie hat übrigens nichts mit Messengern oder Tanzvideo-Apps zu tun, sondern grob gesagt damit, wie Menschen zusammenleben. The more you know. Wer wir sind und wer wir werden, fängt schon bei Rollen an, die wir schon als kleine Kinder kennenlernen, auch wenn wir hier oft noch nicht so weit sind, selbst entscheiden zu können. Die sozialen Rollen von Mutter und Vater, aber auch Mann und Frau zum Beispiel, die sind natürlich stark davon abhängig, wann und wo wir aufwachsen. Was gilt zum Beispiel heute in unserer Gesellschaft als typisch männlich und was als typisch weiblich? Und was in der Vergangenheit? Mal sehen, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Spielen Jungs eher mit Autos und Mädchen eher mit Puppen? Sind Mädchen eher sozial und Jungs eher technisch interessiert? Männer stark und Frauen emotional? Das alles sind soziale Rollenbilder und aus denen nehmen wir früh Teile für unsere eigene Identität mit. Und das kann sogar zum Problem werden, vor allem wenn wir als Kind nur ganz klischeehafte Vorbilder bekommen. Yeah, I'm back, baby. Das jedenfalls belegt eine große Studie der Johns Hopkins Universität aus dem Jahr 2017. Gleichzeitig ist die eigene Platzierung in der Welt aber ein wichtiger Bestandteil unserer geistigen Entwicklung. Ihr kennt das, erst der Charaktereditor und dann das Endgame. Und das ist im echten Leben doch ziemlich ähnlich, mit einem echt langen Tutorial. Könnt ihr euch noch an die typischen Jungs sind doof, Mädchen sind doof Grundschulabgrenzung erinnern? Klar, das kam uns selbst ziemlich schnell ziemlich albern vor, aber diese Distanz zum anderen Geschlecht ist ein erstes Erkennen unserer Identität. Nichts ist fertig hier. Ich sage, wenn wir fertig sind. Wir machen fest, was wir vermutlich sind. Und vielleicht auch, was wir eben nicht sind. Das sagt auch die US-Psychologin Eleanor McCobey. Ganz genauso ist es auch mit Basti und dem Fußball. Vereinsfarben sind eben auch eine Abgrenzung zu anderen Fußballfans. Eine Linie, anhand derer er sich selbst in die Welt einsortiert. Und auf den richtigen Abschnitt der Tribüne natürlich. Wir werden also früh durch Fremdzuschreibungen geprägt, die zunächst zu einem ziemlich wichtigen Teil unserer eigenen Identität werden. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Basti. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr. Je mehr Erfahrungen wir dann sammeln und je mehr Eindrücke der Welt wir auf dem Weg aufnehmen, desto klarer wird uns, welche Elemente von Eigenschaften bestimmter Gruppen wir aufnehmen wollen und welche nicht. Und entscheiden uns ab einem bestimmten Punkt aktiv für und gegen bestimmte Eigenschaften und Rollen. Wir leben und wir lernen. Und das funktioniert ein bisschen wie in einem Rollenspiel wie Skyrim oder Pillars of Eternity. Steckt ja quasi schon im Namen. Auch hier können wir uns aktiv für und gegen Rollen, Eigenschaften und Attribute entscheiden. Und je mehr wir wissen, was alles möglich ist, desto klarer wird uns auch, welche Elemente der Fremdzuschreibung wir im Laufe der Zeit annehmen und welche wir vielleicht eher ablehnen. Die Orientierung an kollektiven Identitäten kann aber auch problematisch sein. Soziologen wie Professor Bernhard Giesen und Dr. Robert Seifert gehen davon aus, dass Einzelpersonen durch ihre Mitgliedschaft in größeren Gruppen generelle Eigenschaften zugeschrieben werden. Und das sowohl innerhalb der Gruppe als auch von außen. Ein Problem entsteht, weil diese Eigenschaften dann von den Mitgliedern dieser zum Teil eher diffusen sozialen Gruppen grundsätzlich erwartet werden. Und das können sowohl positive als auch negative Aspekte sein. Zum Beispiel, dass Gamer schnelle Reflexe haben und richtig gut in jeder Art von Videospiel sind, aber eben auch bei einer Niederlage gerne überreagieren und ihre Controller misshandeln. Klischees und Vorurteil eben. Während sowas zwar durchaus zutreffen kann, ist es nie möglich, diese Aussage immer für alle zu treffen. Denn wer sagt denn, dass ein Gamer nicht auch jemand sein kann, der statt Hardcore-Shootern lieber entspannte Story-Games wie What Remains of Edith Finch spielt? Oder aus welchem Grund auch immer eben keine perfekte Hand-Auge-Koordination hat und lieber auf leicht spielt? Und wer sagt eigentlich, dass ein Gamer seinen Controller nicht auch wie seinen Augapfel behandeln kann und ganz generell mit einer Niederlage ziemlich meditativ umgeht? Wenn es um Gruppen geht, dann ist die angenommene Identität gerne voller Klischees und Stereotype. Das ist einerseits notwendig, damit wir uns in der Welt orientieren und uns irgendwie einen groben Überblick verschaffen können. Immerhin können wir so einem Gegenüber erklären, was wir sind. Teacher, Husband, Father.
und was eben nicht. But I am your monster no longer. Denn das schafft eine gemeinsame Interessens- oder Wertebasis. Du magst Rockmusik, ey, ich mag Rockmusik. Und schon haben wir was gemeinsam. Die E-Gitarre ist für uns das beste Instrument der Welt und schon ist es da draußen nicht mehr ganz so einsam. Okay, vielleicht reicht auch eine Runde Guitar Hero, aber ihr versteht schon. Andererseits ist die Identifikation mit einer Gruppe oder die Ablehnung einer Gruppe einzig wegen vorgefertigter Erwartungen aber ziemlich schwierig. Denn wenn ihr zum Beispiel all die negativen Klischees über Gamer glaubt, von den Dauerchipsfingern bis zur ausgeleierten Gamer sind aggressiv Geschichte, dann verpasst ihr vielleicht die besten Menschen, denen ihr je begegnet seid. Wissenschaftliche Beweise dafür gibt's übrigens im Video in der Box. Und natürlich verpasst ihr so auch ein paar der aufregendsten und emotionalsten Stories eures Lebens. Dazu gehören für uns persönlich The Last of Us Part 2, Horizon Zero Dawn, God of War und Co., nämlich allemal. Spannend ist, dass unsere Identität wohl zu keinem Zeitpunkt unseres Lebens endgültig festgelegt ist, wie Sozialpsychologe Professor Heiner Kolb von der Uni München erforscht hat. Der hat nämlich festgestellt, Identität ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen werden kann. Ein Patchwork aus unterschiedlichsten Teilidentitäten, die wir zu einem selbst verbinden. Also nichts mit Charaktereditor ganz am Anfang und dann für immer damit leben müssen. What have you done? Sondern nach und nach erkennen wir uns selbst, wissen, wer wir sind und auch, wer wir vielleicht sein wollen. Genauso, wie wir mit Games an Erfahrung gewinnen und nach unsere Präferenzen kennenlernen. Zum Beispiel, ob wir eher die Herausforderungen eines Demon's Souls überwinden und uns für unser Durchhaltevermögen feiern oder dieses Mal vielleicht doch lieber mit Nathan Drake in ein Blockbuster-Action-Abenteuer eintauchen wollen. Aber genau wie unsere Vorlieben bei Filmen, Serien, Essen, Fußballvereinen oder Games, entwickelt sich unsere Identität eben konstant weiter. Eine Weiterentwicklung des Patchwork-Modells von Professor Kolb ist die Idee der verschiedenen Projekte. Ihr wisst schon, das, wo eigentlich immer die anderen die Arbeit machen. Hier formen sie aber gemeinsam unsere Identität. Und dabei können sie manchmal deckungsgleich sein, müssen es aber nicht. Immerhin spielt ihr doch genauso gerne Doom Eternal wie Stardew Valley, oder nicht? Und genau so funktioniert auch eure gleichzeitige Identität als seriöse Kollegin im Meeting und mit dem roten Einwegbecher bewaffnet bei der letzten Hausparty. Aber was heißt das jetzt genau? Das heißt, unser Ich entsteht vor allem im Zusammenhang mit anderen. Und das sagen nicht wir, das sagen vor allem Soziologen wie der international anerkannte Dr. Lothar Krappmann. Klingt komisch? Wieso? Krappmann ist doch ein ganz normaler Name. Aber mal im Ernst, erinnert euch doch mal, wie ihr mit euren Gaming-Buddies in der Party redet und wie ihr mit euren Lehrern, Vorgesetzten oder der Busfahrerin sprecht. Eben. Es gibt also einen wichtigen Unterschied zwischen MamaLover91 und dem Menschen, der die Geschichtshausarbeit schreibt, im Matheunterricht alles weiß oder sich beim Busfahrer bedankt. Also in echt, nicht nur in Fortnite. Also hoffen wir zumindest. Wobei, die Vorstellung eines Hell-Let-Loose-Schlachtplans kommt ja manchmal auch einer Präsentation gleich. Gibt's da eigentlich auch Busfahrer? Wie dem auch sei, in allen Situationen sind wir natürlich eigentlich weiterhin die gleiche Person. All unsere Erfahrungen und Teile unserer eigenen Identität sind vorhanden. Aber wir bringen eben unterschiedliche Facetten unserer selbst in die unterschiedlichen sozialen Momente ein. Denn Identität wird hauptsächlich über Kommunikation vermittelt. Laut Lothar Krappmann entsteht unsere Identität dabei in jeder sozialen Situation neu und formt sich dabei vor allem in der Kommunikation mit anderen. Und dabei zählt eben nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen. Denn Körperhaltung und Gesten sorgen für Kontext. Und hier stehen sich soziale Erwartungen und Unerfüllbarkeit dieser Erwartungen gegenüber. Denn wir stehen eben immer im Zwiespalt. Was ist unsere Rolle in der jeweiligen Situation? Und welche Eigenschaften haben wir wirklich? Wir spielen gerne Call of Duty Vanguard. Aber sind wir deswegen auch absolute Pro-Gamer, die links und rechts die Headshots verteilen und alle Gegners dominieren? Oder spielen wir eigentlich nur gerne die Kampagne und das auch noch auf Rekrut? Was zutrifft und was erwartet wird, ist nicht immer das Gleiche. Und deswegen vollführen wir einen Balanceakt zwischen Erwartung und Realität. Wir kommunizieren uns, ohne dabei die Erwartungen unseres jeweiligen Gegenübers enttäuschen zu wollen. Am Ende sind wir selbst also das Ergebnis einer Vielzahl von Interaktionsprozessen zwischen uns und anderen. Diese werden von uns allerdings verknüpft, sodass ein beständiges Bild von uns entsteht.
Und genau dieses Bild versuchen wir in kommenden Interaktionen aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel, indem wir weiterhin das Bild von uns prägen, Shooter wirklich zu mögen. Auch wenn diese eben nur einen bestimmten Teil unserer Spielebibliothek ausmachen. Und wie ist das jetzt mit Basti? Der wird ja von uns hauptsächlich als Fußballfan gesehen. Also am Montagmorgen, wenn wir uns einmal die Woche treffen. Und wenn seine Mannschaft am Wochenende verloren hat. Ihr wisst schon. Aber nachdem wir jetzt etwas besser verstanden haben, wie unsere eigene Identität entsteht und wie wir sie kommunizieren, verstehen wir jetzt auch ein bisschen besser, warum Basti nicht ausschließlich auf diesen einen Teil seines facettenreichen Selbst reduziert werden möchte. Unsere Selbstwahrnehmung ist eine hochkomplexe Sache, vielfältig und ständig im Wandel. Und genau diese Erkenntnis führt vielleicht auch zu mehr Verständnis mit anderen. Basti ist natürlich trotzdem stolzer Fan seiner Mannschaft, aber seine Identität besteht aus so vielen weiteren Projekten, Rollen und Interessen, dass er nicht nur auf nur einen Aspekt seiner selbst reduziert werden möchte. Genau wie wir. Und ihr. So, Insider, womit identifiziert ihr euch eigentlich und mit welchen Klischees werdet ihr immer wieder konfrontiert? Seht ihr euch als Gamer? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ansonsten natürlich noch Abo und Glocke und wir sehen uns im nächsten Video.